Moin Leute und willkommen zurück zu Little Hope. Na Schnorrer? Hallo. Willkommen. Na. Ja. Guck, guck. Das macht dich richtig heiß, ja? Aber richtig. Dum, 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 die Quelle oben vor mir. Dum, 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 dum. Ich muss deine Jacke ausziehen. Du ziehst meine Jacke aus? Na, von der Oma, Junge, deine doch nicht. Du haltet Ausschau nach dem Mädchen. Wir müssen sie Kannst stoppen. Kannst du mal gucken, ob du das Mädchen siehst? Also ich hoffe ja, wir sehen dieses Gör nie mehr wieder. Wir müssen die Kleine stoppen, das ist unser einziger Ausweg. Wir immer müssen schön sie wachsam stoppen. Bleiben. Oh, hier geht's auch noch lang. Nee, da geht das nicht lang. Rechts und du bist links. Ja. Da geht's nicht lang. Warte mal, bevor du dran gehst. Wir wollten nur letztes Mal, haben wir da geklopft, aber war hier nicht noch was anderes? Weiß nicht. Bist du unten lang? Ach, du bist ja auch schon hochgekommen. Ja, hier vorne ist ja jetzt erstmal nur das Schild. Und hier ist noch eine Bank mit einem Bild. Ich glaube, das hatten wir uns aber angeguckt. Mary Miltons Grave. Bin ich mir nicht sicher, wo das gesehen haben. Mary Miltons Grab. Aber da steht nicht, wie und warum sie starb. Die letzte Ruhestätte Mary Miltons. Mary war die Quelle vieler Anschuldigungen gegen angebliche Hexen. Pastor Carver nahm sie unter ihre Fittiche, wobei er sie lehrte und mit ihr betete, bevor sie gegen mehrere Bewohner der Stadt aussagte. Viele Bewohner wendeten sich aufgrund ihrer kontroversen Rolle in den Hexenprozessen von ihr ab. Ihre sterblichen Überreste wurden am Stadtrand begraben. Und jetzt buddeln wir sie aus. Was war das für ein Bild? Aus. War das so ein Guckbild? Eine Vorahnung, ja. Okay. Das hatten wir letztes Mal nicht. Versuch jetzt mal links. Ah, geht nicht. Scheiße. Sieh dir das an! Du hast jetzt schon getriggert, ja? Ich wollte eigentlich links vorbei, aber ging nicht. Irgendwie schön, oder? Sieht seltsam aus. Hier sind ja diese. Bist du auch in der Vergangenheit? Ja. Nein, nicht möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Was quält dich, mein Freund? Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Lege Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzt du unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn. Wenn man mich anhört, spreche ich. Ich bin verhext. Du bist nicht verhext. Wie könntet ihr sonst vor mir stehen? Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass. Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich.
Du traust mir nicht, aber du musst aussagen. Erzähl ihnen von Mary. Hör auf deinen Freund. Ihr seid ein Trugbild des Teufels. Ich darf nicht wanken. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Gerade? Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nur zuhauf. Was anderes hin noch. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Ein Kind anklagen ist falsch. Der Priester ist der wahre Übeltäter. Alter, spinnst du? Erst willst du das Kind unbedingt stoppen und jetzt bekommst du plötzlich Mitleid? Reverend Carver ist ein Mann Gottes. Ganz ohne Zweifel. Gleich alle ausgerastet. Ja, normal. Gab auch einen riesen roten nach unten Balken. Großer Fehler, Mann. Deine Nächstenliebe wird uns noch alle umbringen. Hoffe, du irrst dich. Wär besser für uns. Was ist los? Konntet ihr Mary konfrontieren? Nö. Sie war nicht mal da. Mist! Seht doch mal da. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Genau. Da ist doch ein Weg. Bist du klopft oder was, dich zu entscheiden, Junge? Wir haben uns abgesprochen. Das stimmt allerdings. Gar nicht wissen. Aber was da kam eben auch nochmal ein Minusbalken. Da war Andrews Double, Abraham. Der wollte eigentlich gegen Mary aussagen, aber der liebe Andrew hat's ihm ausgeredet. Der liebe Andrew. Ein kluger Schachzug. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Echt mal Vogel. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Was seid ihr? Achso, das Zeichen wieder. Bist du hinter mir, oder? Nee. Nee, ich bin hinter dir. Hey, achso, hier drüben. Ich dachte, du läufst vor mir. Du rennst auch mal vor mir. Was immer das eben auch war, echt oder nicht. Wir schweben noch in Gefahr. Ich habe gar nichts gesehen. Um diesen Albtraum zu beenden, müssen wir Mary stoppen. Ihre Lügen. Du hättest Mary als das entlarven können, was sie ist. Eine Lügnerin. Sie hätt's verdient. Warum hast du's nicht gemacht? Sie ist positiv. Wir sind noch am Leben, also machen wir wohl was richtig. Aber geil, dass ich jetzt deins beantworte und du meine Entscheidung. So. Was ist denn das hier? Grundstücksverkauf. Hast du bei dir drüben noch was? Naja. Was denn? Keine Ahnung. Okay. Naja, weil ich bin hier an der Treppe, wo es glaube ich reingeht. Wo war die Vorahnung? Auf dem Fass. Kein Bier. Was, am Pass? Oder hier ist an der krass. Tonne? Du machst mich nass. Echt? Krass, ich mach dich nass? Oh, ja. Die kennen wir schon. Du hast einen Sohn? Den habe ich auch, ja. Zum Schweigen gebracht. Das ist ja krass. Was ist mit der Nacht? Bist du jetzt taub oder was? Verstehe ich nicht. Warum verstehst du das nicht? Verstehe ich nicht. Warum bist du nur so fett? Das ist mangelnde Bewegung. Achso. Das verstehe ich. Meiner hat ja lauter Blut am Kopf. Schaut mal! Schau doch mal. Guck mal, eine Tür. Hey!
Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da! Hey! Girl! Tja, hier drin war schon lang keiner mehr. Hab ich mich erschrocken, Alter. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Ach, mir graut davor. Ob sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch doch an, aus. Judge Wyman. Die Zeit drängt, Reverend. Fasst euch kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Wenn ihr zustimmt. Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Abraham? Was soll ich nur tun? Manche wollen Mary verdammt sehen. Doch ist ein Kind wirklich solch böser Taten fähig? Dein Ernst? Diese Göre ist schuldig! Du, tu einfach, was du für richtig hältst. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge! Heraus damit! Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope obwaltet. Erspar uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary leidet sehr. Die Erscheinungen, die sie sah, sie quälen sie, nahmen ihr die Unschuld. Manche sagen, sie sei mit dem Teufel im Bunde, doch niemand ist sicher. Ich am wenigsten. Was wissen wir schon von einer Kinderseele? Du sprichst mir das Vermögen ab, die Wahrheit zu sehen? Vergib mir bitte. Solches würde ich niemals wagen. Genug der Zeitverschwendung. Du und der Pastor haben für heute genug gesagt. Ich bin nicht fertig. Ich gab dir bereits genug Zeit. Zudem wird Mary in die Obhut von Reverend Carver gegeben. Und nun schweig! Erzählt mir alles. Habt ihr Andrew Stubel gesehen? Er hat ausgesagt, Mary sei unschuldig, dass sie hier das Opfer sei. Das ist scheiße, wirklich scheiße. Mist! Und was passiert jetzt? Vielleicht habe ich das Falsche getan. Wenigstens wissen wir, dass wir was ändern können. Das ist doch gut, oder? Denkst du, er hat recht? Es war, wie er gesagt hat. Was zum Teufel? Wir müssen weg. Nicht sie raus hier. Wir müssen weg hier. Schnorri, komm.
Let's go. Ich gehe durchs Fenster. Ich hau jetzt ab. Ich komme nicht raus. Du bist zu fett. Und zu groß. Ich entfleuche dieser Folge. Tschüss. Tschüss. Hä, warum geht der dann wieder raus? Hä? Das mit den Kamera wechseln ist manchmal ein bisschen komisch. Ey, wir sind bei 15 Minuten. Er ist taub. Er ist einfach taub. Leck mich am Arsch. Nee, danke. Der ist behaart und hat viele Klabusterbären. Möchte ich nicht. Was, Klabusterbär? Waffe? Nee. Schnorrer hat ein Geheimnis gefunden. Familienfoto. Was zum... Sieh dir das an. Das glaubst du nicht. Wir sind auf dem Bild. Glaubst du das? Wir alle. Das ist zu viel. Was, wir sind so da was auf dem Bild? Zu viel. Erst diese Hexenjäger von Anno dazumal, die aussehen wie wir. Und jetzt haben wir diese gruselige Familie, die auch genauso aussehen wie wir. Was soll der Scheiß? Aber was heißt das? Sind sie gestorben wie die anderen Doubles? Weiß nicht. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht träumen wir ja alle. Willst du echt ein Andenken? An heute? An Little Hope? Weiß nicht. Aber ich will's haben. Ich hab das nicht mal richtig gesehen. Du meintest, das hier wäre nur ein Albtraum. Konntest du das richtig sehen? Glaubst du das? Jo. Warum solltet ihr alle in Mann... Ist auch geil. Die labern und dann hört da einfach auf. Na, weil ich was aktiviert hab hier. Ja, und ich bin rausgegangen. Was ist jetzt? Wie, was ist jetzt? Ich bin Folgenpause. Ich bin unten schon. Ach, du bist ein Vogel. Wollen wir eine Pause machen, oder? Ey, guck mal, wir sind bei 17 Minuten. Ach so, dann lass doch mal eine Folgenpause machen. Gut, dann Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Au.